Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren kleinen Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe ja schon in meinem anderen Video gesagt, als ich den Batman ausgepackt habe, dass ich in Frankfurt war und habe dort den Lego Store besucht. Und ich habe natürlich es nicht lassen können, mir was aus dem Lego Store mitzunehmen. Denn ich hatte ziemlich viele Bonuspunkte gehabt aufgrund meiner etwas älteren Sets. Und die hatte ich noch gar nicht ausgegeben. Und ich habe jetzt, ich glaube, ich hatte so circa 10.000 VIP-Punkte gehabt. Und die habe ich dann mal endlich, oder was heißt endlich, aber die habe ich dann einfach mal im Lego Store in Frankfurt eingelöst, sodass ich um die 70, 80 Euro Rabatt bekommen habe auf meinen Einkauf. Und dazu habe ich noch zwei Gratisgeschenke bekommen, einen Halloween-Bausatz und noch ein anderen VIP-Halloween-Bausatz, aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Ja, das erste Teil, was ich mir natürlich geholt habe, ist einmal der Transformers Optimus Prime mit der Nummer 10302. Ich glaube, das sind dann 1508 Teile. Der kam als Exklusiv-Set raus. Ich mache mal einmal kurz die Kamera etwas höher, damit ich das Stativ mal ein bisschen weiter runter machen kann, dann sieht man es besser. Und es handelt sich hierbei nicht um den Movie Transformers aus den bekannten Filmen, also der Optimus Prime, sondern das ist der Original Optimus Prime aus der Zeichentrickserie. So sieht für mich damals, oder so kenne ich Optimus als regulärer Prime und als Transformers und nicht diese, das was Michael Bay da, oder glaube ich war Michael Bay, gemacht hat, war auch ganz okay. Obwohl ich jetzt schon mittlerweile dazu tendiere zum Film Bumblebee, dort geht man wahrscheinlich ein bisschen back to the roots und da sieht auch Optimus wieder eher aus, so wie in der Zeichentrickserie. Muss man ganz ehrlich sagen, da gefällt mir der Truck besser als dieser große andere blaue da. Der war auch mal cool zu sehen, aber ja, der war mir ein bisschen zu ultramodern und hatte so mit dem Optimus Prime, den ich kenne, gar nichts zu tun. Ja, wie ihr hier oben sehen könnt, ist Optimus auch transformierbar. Und das fand ich das Geile bei Lego. Hier sieht man nicht wirklich direkt, dass es Lego ist, außer natürlich hier an diesen Nöppelchen. Klar, die typischen Lego-Nöppelchen. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht dieser Optimus Prime wirklich sehr, sehr stimmig aus. Und sehr, sehr cool. Ja, wir haben hier natürlich auch noch eine Axt, seine Waffe. Das ist, glaube ich, das Herz von ihm, beziehungsweise diese Energon, oder ich glaube, das hieß Energon. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ist auch schon etwas länger her, als ich Transformers geguckt habe. Und wie gesagt, er lässt sich komplett transformieren. Finde ich wirklich geil. Optimus kostet, glaube ich, derzeit um die 160 Euro. Ich weiß es jetzt nicht gerade auswendig mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Komplettpaket bezahlt. Ich hätte ihn eh gekauft. So, daher hat das gepasst. Hier haben wir noch ein kleines Jetpack hinten drauf. Wir haben hier eine Höhe von 35 cm und 18,5 cm Breite. Muss ich echt sagen. Der ist echt groß und finde ich cool. Ich mag Optimus. Ich habe jetzt noch keine Videos zu dem gesehen, aber ich glaube, das sind wieder so Schilder, die nicht geprintet sind, sondern einfach mit so dummen Aufkleber. Die Autobots-Zeichen, glaube ich, habe ich gesehen, weil die sind tatsächlich als Aufdruck, als Print auf dem Lego-Stein verewigt, weil ich mag keine Aufkleber. Und da ist ja Lego mittlerweile richtig in Verruf und auch normalerweise dürfte man Teil gar nichts mehr von Lego kaufen, was die für Preise nehmen. Ich habe jetzt in den Lego Store den Hogwarts Express gesehen, der kostet fette 500 Euro, total übertrieben. Und da gibt es wahrscheinlich auch, oder da gibt es Labelschildchen zum Aufkleben, was eigentlich nicht sein darf in dieser Preiskategorie. Aber Lego macht das einfach, weil sie Lego sind und sie damit einfach den Markt regieren wollen und uns vordiktieren, was man machen kann und machen nicht, oder was man nicht machen kann. Ne? Man will einfach hier Geld sparen, aber trotzdem hohe, richtig
Kohle, ich sag mal, verdienen mit dem Zeug, was sie auch tun, ne? Und teilweise haben die auch geile Sachen, aber viele Produktdesigner da, weiß ich nicht, die haben irgendwie geschlafen. Es gibt so geile Sachen, die man bauen könnte, gerade auch im Disney-Bereich, da verpennt total oder im Fan-Bereich, ne? Ich habe den Hogwarts Express tatsächlich in dem Frankfurter Lego-Store gesehen, ist super schön, also gibt es nichts, ne? Wo man da auch wieder kritisieren kann. Ich weiß nicht, ob die sich mit den Fans nicht beraten oder ob die da einfach nur Leute hinsetzen, die diese Produkte entwerfen, die vielleicht mal den Film gesehen haben und dann sich mal ein bisschen, oh, komm, wir machen das mal und machen das mal. Wie kann man es am besten günstig rüberbringen und realisieren für die Masse? Aber das ist leider mittlerweile Lego, ne? Und das ärgert mich. Das ist echt schade. Da haben die irgendwie... ja, keine Ahnung, da haben die Furzquerstrecken und meinen, sie wären die geilsten, sind sie aber nicht mehr. Ne? Weil es da mittlerweile auch andere Klemmbausteinhersteller gibt, die einfach es besser drauf haben. Aber solche Sets macht halt momentan halt leider nur Lego. Und dann muss man halt auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Trotzdem gibt es jetzt hier bei dem Optimus Prime meiner Meinung nach nichts zu meckern. Ist gut umgesetzt, sieht wirklich realistisch cool aus und ja, ich hoffe nicht, dass wir hier zu viele Aufkleber-Sticker haben, denn das würde mich sehr ärgern. Ja. So, kommen wir zu meinem nächsten Lego-Set und ich hatte ja mal vor einigen Monaten die Saturn-Rakete von Apollo, von der Apollo-Mission geunboxed und aufgebaut in einem Speedbuild-Video. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, einem Lego-Set, was mir persönlich auch sehr viel bedeutet. Denn wir haben hier das Space Shuttle Discovery. Das ist ja noch eines von wenigen Space Shuttles, die, ich sag mal, unbescholten ins Weltraum geflogen sind und wieder zurück. Denn wir wissen alle, dass die Challenger und die Columbia vor vielen Jahren dass es dort ein schweres Unglück gab mit beiden Space Shuttles, dass die komplette Crew der Challenger und der Columbia ums Leben kam. Bei der Challenger war es halt so gewesen, falls ihr euch noch dran zurückerinnert, dass ich glaube in einer Höhe von fast 10 Kilometern dort ja, ein Dichtungsring wohl kaputt gegangen ist oder nicht richtig geschlossen hat. Dadurch sind Treibstoffe ausgetreten und dann ist das Space Shuttle in der Luft explodiert. Und die Columbia ist beim Wiedereintritt in die Atmosphäre von ihrem Flug, weil irgendwo hier wohl ein Hitzeschild unten, irgendwas vom Hitzeschild weggeflogen ist und ein Loch in die Tragfläche reingerissen hat, was nicht bemerkt wurde. Also der Flug war ins All noch ganz in Ordnung gewesen, aber beim Wiedereintritt, weil dort unten ein riesiges Loch in der Tragfläche war, ist dann das Space Shuttle auch explodiert und verglüht in der Atmosphäre. Und auch dort kam leider die ganze Crew ums Leben. Ich finde, der Space Shuttle war damals von der NASA eins der coolsten Raumfahrzeuge, die jemals erbaut worden sind. Und wir haben hier ein ganz, ganz tolles Set. Ich finde das super geil. Ich bin ein unheimlich großer Fan von diesem Space Shuttle und von den ja, Apollo-Raketen von Lego. Da muss man einfach sagen, es ist toll. Auch hier gibt es wohl einige Kritikpunkte, habe ich schon gehört. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, weil das Gesamtbild der Raumfähre des Raumschiffs für mich persönlich absolut stimmig ist. Wir haben hier das Set 10283 mit 2354 Teilen insgesamt. Und es ist wirklich, das ist riesig, das Teil. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Und inklusive dem Hubble-Teleskop, was ja jetzt auch abgelöst worden ist von einem neuen. Ich glaube, das James-Webb-Teleskop ist jetzt aktuell das beste und schärfste und krasseste Teleskop, was man derzeit im Weltraum finden kann. Ja, so, wir haben einmal hier eine Breite von, oder eine ja, Länge von 54 cm und eine Breite von 34 cm circa. Die Detailgenauigkeit ist richtig geil. Ich würde mir noch wünschen, dass es die Booster-Raketen, also die zwei Seitenbooster und der braune Tank noch dazu gibt, dass man ein komplettes Space Shuttle hat, dass vielleicht irgendwann dieses Ding noch rauskommt, dass man das montieren kann an dieses Space Shuttle oder an die Discovery
Und ja, wir haben einen Fuß mit dabei. Wir können den Satellit bzw. das Teleskop reinbauen. Die Fähre lässt sich aufmachen. Wir haben einen kleinen Kommandostand hier drin für die Astronauten. Auch das soll wieder so ein billig beschissener Aufkleber sein, der draufgeklebt wird. Ja, hier die Innenfolie muss geklebt werden. Das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Da muss man sagen, Lego, es tut mir leid, aber ihr habt den Knall nicht gehört. Das Set kostet bei Lego aktuell 199 Euro. Ich habe es für 140 habe ich es bekommen. Und deswegen habe ich auch zugegriffen, weil bei Amazon das aktuell so um die 170 Euro liegt. Also habe ich beim Lego-Deal einen besseren Deal gemacht oder beim Lego-Shop einen besseren Deal gemacht. Die Tragflächen lassen sich bewegen. Ich glaube, da muss man hinten an der Düse, einen von den Schubdüsen, bewegen. Man kann hier an der an dieser Hinterflosse praktisch den Speedbreaker, den Geschwindigkeitsbrecher rausnehmen. Ne? Das Space Shuttle hat das bei der Landung immer dann geöffnet, inklusive einem Bremsfallschirm. So, sorry Leute, musste noch mal eine kurze Unterbrechung machen, aber jetzt geht's wieder weiter. Ja, das Space Shuttle hier von Lego, muss ich sagen, ist wirklich toll, aber das mit den ganzen Folien, Aufklebern und Sticker, das geht gar nicht. Normalerweise könnten die das alles printen. Es gibt so tolle Sachen, gerade die Apollo, die Saturn 5, die hat alles, da musste man nichts kleben. Ich weiß nicht, warum das bei dem geschafft hat und hierbei nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, gut, auf jeden Fall absolut tolles Set. Gefällt mir gut. Im Inneren wird wohl verbaut sein, ein paar bunte Lego-Steine, gelb, vielleicht, ich habe schon gehört, man sieht die manchmal hier durch die Ecken so durch, dann sollte und kann man die ja ersetzen, aber muss man nicht. Was noch eine schöne Sache ist, Fahrwerk vorne, hinten lässt sich einen ausfahren. Wann ich die jetzt aufbaue, ich habe insgesamt jetzt 6 oder 7 Lego-Sets, die noch unaufgebaut sind. Unter anderem ist das Hogwarts, den Disney-Lego-Bahnhof, den Batwing, den Ecto 1, den großen, also den Batwing von Batman. Da habe ich ja hier auf der linken Seite noch das Batmobil stehen von Lego. Und den Batwing habe ich noch nicht aufgebaut. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und vielleicht ja, möchte ich das ja auch mal mit meinen Kindern irgendwann noch zusammen aufbauen. Und solange es noch zu ist, original verpackt, ist das okay. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wer Lego-Fan ist oder Bock auf Lego hat, das Space Shuttle definitiv eine Kaufentscheidung. Und natürlich den Optimus Prime, Transformers, Hasbro auf jeden Fall auch. Klare Sache, Daumen hoch. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Ich wollte nur mal kurz meine zwei neuen Lego-Errungenschaften euch präsentieren und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich machen wir jetzt kein Speedbuild-Video, wie ich das sonst mit meinen Lego-Sets immer gemacht habe, aber da habe ich jetzt gerade aktuell keine große Muße und keine große Zeit und Lust dafür, weil zu Lego bauen muss man richtig Bock haben und aktuell habe ich das nicht. Ich habe eigentlich Bock, momentan nur Lego-Sets zu kaufen und hinzustellen und zu sammeln, keine Ahnung. Aber irgendwann wird der Tag kommen, da werden auch diese Lego-Sets aufgebaut. Es wird vielleicht noch dann etwas dauern, aber ja, keine Ahnung. Es gibt ja noch wichtigere Sachen, die man in der Woche zu tun hat, außer Lego-Sets zu bauen. Und da muss man wirklich echt Muße haben, denn auch ein Lego-Aufbau kann stressig werden. Wenn es dann relativ cool ist mit dem Bauen und abwechslungsreich, aber wenn es dann irgendwann langweilig wird, dann wird es dann immer so ein bisschen problematisch. Naja, so, mein Töchterchen ruft schon und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, macht es gut, haut rein, euer Andi von Andis Kinoblog. Bis dann, ciao, ich wünsche euch was.